So, willkommen zurück bei Die Siedler 4 in der HD-Edition. Wir sind immer noch bei den großen Feldzügen, sind bei der dritten Maya. Mission Die Rache der Spanier. Mission soll ein bisschen spannender werden als die letzten. Mal sehen. Vernichten Sie 700 spanische Soldaten und erhöhen Ihre Kampfkraft auf 150. Achten Sie darauf, nicht zu viele eigene Soldaten zu verlieren, denn dann müssen Sie mehr als 700 Spanier vernichten. Die Huxteken schlagen die Spanier unter Führung von Alonso Alvarez Pinedo vernichtend. Cortés, der sich über die ausbleibenden Berichte der Pinedo-Expedition wundert, schickt Späher aus. Diese finden die Skalp- und Gesichtshäute der Geopferten in den Tempeln der Huxteken. Cortés ist wütend, schickt zwei Kompanien los, um sich in Huxteken zu rächen. Die beiden Truppen kessen eine Siedlung der Huxteken ein. Halten sie durch und vernichten sie 700 Spanier. Passen sie dabei auf ihre eigenen Truppen auf. Verlieren sie 200 ihrer Soldaten, müssen sie 800 gegnerische Soldaten vernichten. Verlieren sie 300 ihrer Soldaten, müssen sie 900 vernichten. Maximal werden sie jedoch 1300 vernichten müssen. Okay. Hüten sie sich davon, Gegner auf dem Boden besiegen zu wollen, auf deren Boden besiegen zu wollen. Die Verluste werden zu groß. Und sie haben große Verteidigung auf und setzen sie hierbei auf Bogenschützen. Oh mein Gott. Was ist denn da? Was ist denn hier kaputt? Okay. Ich gehe nicht davon aus, dass die sich hier, dass die hier ihr Gebiet erweitern. Die Frage ist jetzt nur, ach egal. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie wir weitermachen sollen. Da müssen wir hin. Wir reißen die Sachen ab. Ich habe bisher, bin ich gut damit gefahren, nicht so viele große Türme zu haben. Müssen wir 1300 Soldaten vernichten? Das ist mir relativ egal. Hauptsache, wir gewinnen das. Wir lassen die zwei Türme hier stehen. Oben ist auch noch ein Schwertkämpfer auf jeden Fall hin. Thank you.
wird irgendwo Gold sein wahrscheinlich. Hallo Steffen, wie geht's dir? So, wir brauchen noch irgendwo, da ist noch ein Schwertkämpfer. Das freut mich. Ja, mir geht's auch soweit gut. Wir hoffen, dass unser Plan aufgeht. Hier werden die nicht rein expandieren. Gehe ich nicht von aus. Da auch nicht. Was haben wir denn hier? Esel von uns. Ach so, wir haben da Esel stehen. Okay. Warum? Werden wahrscheinlich auch nicht rein expandieren. Ah, super. Ja, Anwar mit dem schon lange nicht mehr. Ich wollte eigentlich mal die, es gab ja so Missionen oder sowas nachher, ne? Das haben sie noch hinzugefügt. Das wollte ich einfach mal machen. Habe ich aber bisher noch nicht. Muss ich definitiv auch noch mal machen. Siedler bin ich damit gut dabei. Da machen wir viel. Hier sind auf jeden Fall Fische drin. So. Age of Empires habe ich immer so ein bisschen gespielt, aber muss ich sagen, war nie so mega. Ich kann gar nicht sagen, warum. Da ist Kohle und Gold, okay. Das Sägewerk steht jetzt, das ist nice, okay. Das ist von den großen Schlachtzügen da. Oder die Schlachtzüge, große Kämpfe, die dritte Mission. Von den Mayas, die dritte Mission. Hi Minikasi, du bist auch wieder da. Schön. Boah, ich weiß ja nicht, wie die Mission. Rache der Spanier heißt die, glaube ich, oder sowas. Rache der Spanier, irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, wir müssen 700 Spanier töten. Ja, aber nicht von den normalen Missionen, sondern von den Schlachtkämpfen, Schlachtzügen, wie auch immer das heißt. Da ist wieder Wildzauber für den Jäger. Echt? Ich hab gar kein Lieblingsvolk, wenn ich ehrlich bin. War es doof, den doch, setz den Top vor, sag mal. Da ist nichts drin, ne? Wir müssen hier hoch expandieren. Wir haben noch kein Eisen gefunden. Werden wir auch anscheinend nicht. Das wird gleich wieder bitter. Muss hier oben sein. Das finde ich mal spannend. Ich glaube nicht, dass der Gegner expandiert. Das sieht nicht so. Wobei, der hat ein bisschen Siedlungsbau. Der blaue hier, doch irgendwo auch, aber nicht da.
ja auch nicht. Ich hoffe nicht, dass der irgendwo expandieren möchte. Ich gehe mal nicht davon aus. Ist ja schön, dass wir so viel Gold haben. Ich brauche Eisen. So. Holzindustrie steht aber. Wir haben echt zu wenig. Ich habe gefühlt wieder zu wenig Leute und alles, ne? Ach, da sind auch noch Geologen. Mach jetzt mal die den Sound aber aus für das Gold. Warte mal kurz. Ach, für die Ressourcen. Das pieps. Nerv, da ist Eisen. Doch, der Laptop sollte reichen. Also Siedler braucht nicht so viel. Das sollte gehen. Hier müssen wir nachher irgendwann ein Forsthaus mit hinbauen. Stein haben wir nicht so viel, ist auch nicht so schlimm, weil wir gleich ja genug Mana haben wahrscheinlich. Ich hab's nochmal neu über damals online gekauft, über was denn, die History Edition. Ich hab's immer im Angebot, da hat jedes Siedler irgendwie einen Euro oder zwei geholt und oder beziehungsweise ich glaube bei mir in dem Pack war Siedler 1 bis 4 drin. Platz haben wir wieder satt und genug. Da hätte ich jetzt gern noch einen Turm gebaut, aber geht noch nicht. Ja. Ja, drei. Ich mag zwei auch sehr gern. Ich habe auch zwei durchgespielt. Ich mag zwei sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Es ist ein bisschen anders und am Ende ist es noch langwieriger. Muss man sagen, aber ich mag es auch wirklich gerne. Höher als 4 habe ich nie gespielt. So, wie Adlerstein. Okay, also wenn wir bis hier vorkommen würden, das wäre nice. Dann hätten wir noch zusätzliche Steine vorkommen. Fisch steht für Gold, das ist gut. Brot steht noch nicht ganz, aber kriegen wir gleich auch hin. Wir machen die Mühle hier hin. Und hier drüber die Bäckereien.
Den Fluss holen wir uns, damit wir genug Wasser haben, auf jeden Fall. Da können wir unsere Mana produzieren auch. Und wie gesagt, wir müssen 700 Soldaten besiegen. Und wenn wir 200 Soldaten, also wenn wir ab 200 Soldaten, die wir verlieren, müssen wir mehr Soldaten besiegen. Aber maximal müssen wir 1300 Soldaten besiegen. Das heißt, es ist egal, wie viel wir verlieren. Wir bauen uns hier auf und dann verteidigen wir einfach. Und wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht so schwer gehen, so schwer sein. Wir müssen ja 150% Kampfkraft dann irgendwann bekommen. Auch das wird sicherlich nicht so schwer sein. Sind hier gut abgetrennt, es scheint keine reinzubauen. Also alles easy peasy. Nur gucken, dass die Türme, die wir bauen, dass die nicht besetzt werden, aus Versehen mal. Das ist alles. Steinmetz. Das neue Siedler hat auch ganz andere Schwächen. Das ist nicht mehr so leicht. Das hat aus meiner Sicht ganz andere Schwächen. Weil ich es gesehen habe. Ich habe es nur ein bisschen verfolgt, aber das hat gereicht. Ja, wir machen hier, wir haben ja Steinzauber, denn nachher, da können wir es immer auffrischen. Haben wir drei Steinmetz, die machen. Und dann haben wir hier irgendwo war ja noch Stein. Können die jetzt mal die Türme langsam... Ach, wir haben keinen Stein mehr, scheiße. Ups. Ja gut, wir waren ein bisschen übereifrig mit... Wir haben sehr viel gebaut, ne? Wir haben doch noch einen Stein, was haben die denn? Wir müssen gleich auf jeden Fall noch Häuser bauen. Wir werden gleich ganz viel Manpower brauchen. Alles klar, Minikasi, bis dann. Noch, wenn wir nachher noch Agaven brauchen. Normalerweise so bei... Ja, die meisten Angriffe waren so bei 50 Minuten bei den meisten Maps. Es gab ein, zwei, die waren ein bisschen eher. Müssen wir mal gucken. Also wichtig ist, dass wir das Eisen erschlossen haben. Ich hätte auch gerne den Stein dann noch, ne? Da ist auch noch Fisch. Genug. Brauchen wir gar nicht. Gibt es doch schon länger auf Twitch als Streamer. Was meinst du damit? Treffen.
So. Boah, jetzt bin ich bestimmt schon 2 oder 3 Jahre. Mehr oder weniger. Ich war eine Zeit lang richtig aktiv, wirklich mit wirklich täglich Streams auch, wenn ich gearbeitet habe. Eine Zeit lang hatte ich auch recht, also hätte ich auch hier mehr Zuschauer. Da habe ich aber wirklich auch viel gestreamt. Da hatte ich dann so 8 bis 12 Zuschauer immer. Dann habe ich ein halbes Jahr fast gar nicht gestreamt, Zeit einfach gefehlt und ja. Hatte dann auch manchmal andere Interessen, gerade im Sommer. Wie gesagt, deshalb so, ja. So, jetzt produzieren wir auf jeden Fall schon mal Brot, das ist gut. Wir produzieren noch gleich das erste Mal. Wir sind im Moment ein bisschen Verzug. Wir haben Stein geschlammt. Das war schlecht, dass wir hier der dritte Stein mit zu viel eher kommen müssen. Das war richtig doof. Aber gut. Müssen wir jetzt durch. Theoretisch auch noch einen Jäger da gleich bauen. Wir müssen jetzt so ein bisschen warten, bis alles so zu Ende gebaut ist. Der dritte Steinbrett steht jetzt, das ist gut. Nein, normalerweise, die Missionen waren jetzt hier alle relativ einfach. Wir haben eine, haben wir mal verkackt, das lag aber an mir. Vielleicht einen Turm zu früh eingenommen, der Gegner. Wir müssen einfach die Soldaten ja besiegen. Das heißt, da kommt, wird keiner durchkommen. Wir haben hier schon 60, 70, 80 Soldaten und bis die angekommen, haben wir eine Soldatenproduktion aufgebaut und dann war es das. Also, mach mir keine Sorgen, dass das sehr schwierig wird eigentlich. Oh, sie wollen jetzt sehr früh mit sehr vielen Leuten angreifen. Das war aber, wie gesagt, derzeit nie der Fall. Deshalb gehe ich da... Bisher gehe ich davon aus, dass die Mission recht einfach wird. Wie gesagt, wir haben mit dem Stein ein bisschen geschlammt. Das kostet uns jetzt gerade ein bisschen Zeit. Dafür steht auch schon die komplette Nahrungsproduktion schon für alle Minen. Das wiederum ist gut. Und jetzt gleich steht auch schon die Schwerindustrie so ein bisschen. Gold steht ja auch schon. Mana steht jetzt gleich auch. Türme brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Also wir stehen schon relativ gut da, würde ich sagen. Wir haben halt, ne, das mit dem Stein haben wir ein bisschen geschlampt. Das hat uns gerade ein bisschen was gekostet an Zeit einfach. Gold produziere ich, Brote werden produziert, Fisch und Mana wird jetzt schon produziert. Also die ganze Getreideindustrie steht. Wir haben hier einen Jäger, der reicht eigentlich auch für die Steinminen. Hier, ne, ist genug Wild, was hier rumliegt, was hier rumläuft. Deshalb, also im Prinzip ist alles da, was wir brauchen. Holz ist jetzt hier auch dauerhaft vorhanden. Schwerindustrie fehlt jetzt noch als letztes.
Der Turm, da können die anscheinend nicht hingehen, die Siedler. Müssen wir gleich mal gucken. Anscheinend klappt das hier nicht, dass die hier hinkommen. Ein bisschen doof ist, dass der Fluss zu breit anscheinend. Egal. So, einen Priester setzen wir mal um. Komm mal hier hin. Lassen wir so, brauchen wir eh nicht. Wir haben genug Platz jetzt eigentlich. Sobald die Schwerindustrie entsteht, müssen wir Häuser bauen. Wir kommen sonst in Siedlermangel. Und eine Kaserne sollten wir gleich auch schon mal bauen. Wir haben ja hier schon ein paar Waffen über den Zauber hinbekommen. Eigentlich müssten die Bäume hier auch mal weg, ne? Kann der das machen? Es war bitte ein Tempel, dass wir das erste Mana produzieren. Also das stand schon hier, die Mana-Industrie. Das haben wir nicht gemacht, sondern das war vom Spiel vorgegeben. Eisenschmelze steht jetzt bald, das ist gut. Fisch steht hier satt und genug. Aber Brot haben wir auch schon satt und genug. Okay, steht. Ja, 27 Minuten, die Zeit rum stimmt. So, die Bretter lagern wir hier einfach, damit wir gleich dauerhaft auch genug Bretter haben. So, Mana wird produziert. Dann bauen wir hier überall die Häuser hin, würde ich sagen, ne? Also. Ja. Goldindustrie müssen wir gleich ein bisschen hochziehen noch. Machen wir jetzt alles nach und nach. Bei der Mission, bei den anderen Missionen war halt relativ wenig, was da kam. Da kamen immer nur so Scheißangriffe. Wäre mal froh, wenn mal ein ordentlicher Angriff kommt. Aber wenn du sagst, bei einer Stunde bis dahin, easy. Die Steinbergwerke stehen auch. Hier noch einen Turm hin, dass wir noch ein bisschen mehr Stein zur Not haben.
Oh, nice Hammer. Der steht auch, der Steinmetz. So, und unsere Kaserne steht. Stein fehlt immer noch so ein bisschen, sollte aber jetzt durch die Steinminen auch besser werden. Ja. Was meinst du mit einer Burg? Das verstehe ich nicht. In einer Burg sind doch, wie viel haben da Platz? 11 Soldaten oder sowas. Der hat doch viel mehr Burgen. Da ist eine Burg. Also da vom Grün und vom Blau haben wir hier dann 1, 2, 3, 4 Burgen, 5 Burgen, 6 Burgen. Also ich weiß, wir müssen nichts erobern, ne? Wir müssen nichts erobern, wir müssen nur verteidigen. Das habe ich auch schwer gestellt. Oh mein Gott. Habe ich... Nein! Ich muss die Mission nochmal starten.